Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von AB Garage. Geil, dass ihr dabei seid und ich will gar nicht euch lange auf die Folter spannen. Ihr seht mein Grinsen, ich bin mega gehypt, denn wir sind auf dem Weg, mal wieder ein Auto zu kaufen. Leider spielt das Wetter nicht so mit, ihr hört es vielleicht, es regnet enorm stark. Hält uns jedoch nicht davon ab, jetzt uns hier zu dritt in die Karre zu setzen, 2 Stunden zu fahren, es geht nach Kempten, um das neue Auto abzuholen. Warum holst du dir ein neues Auto, fragt ihr euch jetzt. Marvin, was ist los mit dir? Tja, das frage ich mich auch oft, aber ich versuche es mal zu erklären. Vor einigen Monaten habe ich mir einen Golf 3 gekauft. Den habe ich mir geholt, da dieser Audi hier noch nicht fertig war und ich ein Alltagsauto gebraucht habe. Der Kia ist gegangen, denn der TÜV ist abgelaufen gewesen und der Golf kam. Jetzt, wo der Audi fertig ist, stand der Golf in der Garage und ja, hatte eigentlich keine Funktion mehr, denn dieses Auto ist jetzt mein Alltagswagen und es macht mir einfach enorm Spaß, damit rumzufahren. Spätestens im Winter hätte ich den Golf wieder gebraucht, denn den Audi möchte ich im Winter nicht fahren und da hätte der Golf sich ja angeboten. Jedoch ist mir vor einigen Tagen mal wieder klar geworden, was mir fehlt. Mir fehlt ein Auto mit Platz. Ein Auto, wo ich einfach mal Sachen reinwerfen kann, wenn ich was transportieren möchte in meiner Halle. Somit kam ich zum Entschluss, den Golf 3, auch wenn es ein bisschen weh tut, zu verkaufen. Und das ist vor 2 Tagen passiert und sah so aus. Tschüssi! Ja, ich habe ihn angeboten, habe ganz ehrlich reingeschrieben, dass ein bisschen was gemacht werden muss. Es ging um die Achslager vorne und hinten. Er hat ein bisschen Öl gesifft. Der neue Besitzer hat Bock drauf, kümmert sich drum und ja, hat hoffentlich Spaß mit dem Auto. Ich habe jetzt quasi nur noch diesen Audi und meinen Käfer. Und ja, beide sind nicht wirklich Transport geeignet, wenn es mal um größere Sachen geht. Es ging zum Beispiel am Wochenende darum, dass ich meine Halle ausgemistet habe, mal wieder richtig viel Müll weggebracht habe. Ey, da hat sich ein Berg angehauft und ich dachte, hey, wenn ich das hier mit dem Audi fahren soll, das ist eine Limousine, du kannst nicht mal die Sitze umklappen, da fährst du 5-mal. Also was braucht man? Ein Auto mit Platz. Idealerweise hat dieser Wagen dann noch eine Anhängerkupplung, denn ich habe ja einen Anhängerschein und könnte meine Autos und auch größere Teile mit dem Anhänger transportieren, jedoch habe ich kein Auto mit einer Anhängerkupplung. All das versuche ich jetzt zu lösen mit dem Wagen, den ich heute abholen werde. Der Plan ist jetzt, dass ich erstmal Jules abhole, dann holen wir zusammen Chris ab. Wir fahren zu dritt mit meinem Audi da hoch, schauen uns den Wagen an, denn ja, mal wieder, wie so oft, ungesehen gekauft. Ich drücke mir wirklich selbst die Daumen, dass das Ding einigermaßen so dasteht, wie in der Beschreibung und auf den Bildern zu erkennen war. Dann schauen wir uns die Karre an, ich nehme sie mit, wir fahren heim und hoffen, dass wir dann ein neues Familienmitglied haben, mit dem wir viel Spaß haben werden, denn ich sag mal so viel, im Winter wird das mein Spaßmobil, da bin ich mir sicher. Mehr sage ich nicht, ich berichte dann unterwegs, bin gleich bei Jules und dann geht's los mit dem Roadtrip. Oh, da steht sie im Regen. Hallo. Hallo, wir kaufen heute ein Auto. Ja. Was hast du dabei? Deine Schilder. Ah, meine Kennzeichen vom Golf? Ja. Jules hat das Steuer übernommen und wir sind seit knapp 1,5 Stunden unterwegs. Wir haben noch 40 Minuten, dann sind wir da. Und dann seht ihr die Karre das erste Mal und wir sehen die Karre auch das erste Mal. Es ist kein umgebautes Auto. Sie ist nicht mal verbastelt. Also. Und da ist mein Mikrofon geflogen. Sie ist nicht verbastelt, sie ist komplett stock. Was schön ist, denn ja, dann können wir sie verbasteln. Oh, jetzt habe ich schon zu viel verraten. Wow, das war ja. War ja klar, wir werden kein Auto original fahren. Aber mal gucken, was es wird. Ihr seht es gleich. Ich habe mir überlegt, diesen Autokauf machen wir ein bisschen anders. Ich habe bis jetzt nie verraten, was ich für Autos zahle. Und viele schreiben immer drunter, was hat denn die Karre gekostet? Ich sage den Preis, wenn wir ihn haben. Ich zeige euch, was es ist. Ich zeige euch, was es, was er hat. Quasi die Eckdaten gebe ich euch. Und dann dürft ihr mal schätzen, so für euch, was euch die Karre wert wäre. Und dann sage ich euch, was wir dafür gezahlt haben. Oh, jetzt habe ich schon den ersten. Ich zeige ganz kurz, wie viel wir zahlen. Also schaut euch das, es ist nicht teuer. Ich kaufe keine teuren Autos, vor allem nicht als Ersatz für den Golf, weil der Golf war auch schon nicht teuer. Also wir sind von der Autobahn runtergefallen. Runtergefallen. Wir sind runtergefahren von der Autobahn und direkt ins Nichts gefahren. Also hier kommen so alle 700, 800 Meter, kommt mal so ein großes Bauernhaus, aber das war es auch schon. What the fuck? Oh, mein armes Fahrwerk. Eieiei. So. Alter, wow. Jetzt brauchst du Schwung, ey. Wow. 17% Steigung. Wow. Alter. Ich glaube, ich muss den zweiten schalten. Das war der vierte. Ey, und wir haben noch 10 Kilometer. Wenn wir jetzt 10 Kilometer noch einen Berg hochfahren, links, links. Wow. Ach du Scheiße. Wow. Also, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Wir haben gerade
eine Theorie aufgestellt, warum man das Auto verkauft. Weil er im Winter hier nicht hochkommt. Ja, er kommt hier mit diesem Auto im Winter bei 17% Steigung sicher nicht hoch. Da will ich die Karre auch verkaufen. Erster Hinweis für euch. Schaut ihr mal allein mal die Aussicht hier auf dem Navi an, ey. Eine Ewigkeit später. Also, ich habe den Schlüssel hier in der Hand. Wir haben jetzt das letzte Licht noch hier, wo wir nutzen wollen, um euch diese Karre zu zeigen. Ich schneide jetzt kurz einen Carporn rein und dann erzähle ich euch genau, was es damit auf sich hat und was drin ist, was wir vielleicht damit vorhaben. Wir haben schon, eigentlich haben wir das ganze Projekt schon durchgeplant auf der Fahrt hierher. Farbe steht schon fest, Fahrwerk steht schon fest, Felgen sind schon bestellt. Nein, so weit sind wir noch nicht, aber ich habe mega Bock. Wir sind jetzt ein paar Kilometer gefahren, er fährt sich schon echt gut. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem neuen Projekt-Auto von der B-Garage. Jetzt Pipi machen. Also, das ist er. Ich habe einen BMW. Beamer Bros. Bin jetzt in die Beamer Gang eingestiegen. E36 Touring. Noch nicht so mega besonders, aber es freut mich, dass er komplett original ist und wirklich in einem guten Zustand, weil das ist eine Basis, auf der können wir echt gut was machen. Es ist ein 320i, hat 150 PS, fährt sich echt angenehm in der Karre, super ruhig. Was haben wir vor? Das findet ihr jetzt raus. Ich habe schon ein bisschen gespoilert, wir haben schon ein paar Ideen. Auf jeden Fall passiert beim Fahrwerk was, denn das Ding ist hoch wie Bus. Wir machen ihn einfach ein bisschen schick, damit wir in Zukunft ein großes Auto haben, wenn mal Teile irgendwie hin und her gefahren werden müssen, wenn wir die Halle aufräumen, wenn wir zum Müll wegfahren fahren. Müll wegfahren fahren. Ging alles davor nicht. Jetzt habe ich einen Riesenkombi. Riesenkombi für mich auf jeden Fall mal viel Platz. Anhängerkupplung. Ich darf 1,6 Tonnen ziehen. Das ist geil. So können wir die Karren hin und her trailern. Ich wollte noch sagen, was wir gezahlt haben. 1250 Euro für diesen Wagen. Bisschen Rost hat er, aber nicht wirklich schlimm. Also das kriegen wir auf jeden Fall in den Griff. Unterboden, Schweller, alles noch gut. Wagenheberaufnahme haben wir uns angeschaut. Kofferraumboden, alles tipptopp. Bisschen am Radlauf hinten links und rechts haben wir was gesehen. Das zeige ich euch dann in den anderen Videos nochmal genauer. 160.000 Kilometer hat er erst drauf und das glaube ich ihm sogar. Wenn man sich den Innenraum anschaut, wenn man sich die ganzen Verschleißteile mal anschaut, das sind wirklich glaubhafte 160.000 Kilometer. Und dafür meines Erachtens echt ein fairer Preis. Wir fahren jetzt gemütlich 2 Stunden zurück. Ich stelle die Karre in die Halle. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich damit anfangen, aber der Deal war einfach zu gut, um ihn auszuschlagen. Deswegen habe ich es jetzt schon mal abgeholt. 3 Tage später. Ja, wir machen doch noch weiter. Wir haben den BMW hier vor der Halle. Und dachten, wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen den Unterboden an und nehmen uns mal das Ding genau unter die Lupe. Einfach, dass wir jetzt schon wissen, nach diesem Video, ob das wirklich ein guter Kauf war oder nicht. Ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen, nur von außen, wie ihr auch. Wir holen ihn jetzt hier rein. Er wartet schon, ich höre das Hupen. Und dann schauen wir uns an, was der so kann. Lass Mann in Ruhe. Was meinst du? Die wunde Spinne. Ja, die war im Preis inbegriffen und er hat die nur zusammen mit der Spinne verkauft. Also dachte ich, mache ich das so. Da steht er! Das gute Stück! Es wird gleich sowas von anfangen zu regnen. Deswegen beeilen wir uns jetzt hier mit der Begutachtung, dass der schnell wieder rauskommt, um diesen schicken E30 hier reinzufahren, bevor er nass wird, denn auch das kündige ich in diesem Video an. Es geht endlich los an Jules M E30. Das wird hier ein absolutes Beamer-Video, hey. Krass. Also wir haben den jetzt gerade noch geholt bei ihr daheim. Und sobald wir jetzt den E36 begutachtet haben, fahre ich den raus. Und wir fahren hier unseren schicken E30 rein, denn wir haben schon das erste Ding, was wir tauschen.
denn er läuft leider nicht so gut. Aber da gehe ich gleich drauf ein. So, erstes Erfolgserlebnis. Die Wagenheberaufnahmen haben mal nicht knusprig geklungen beim Anheben. Da ist noch alles fit. Jetzt wird spannend. Das erste Mal drunter gucken. Also da ist er ein bisschen vergammelt. Aber ich meine, damit kann man leben. Unterboden selbst sieht gut aus, ne? Richtig gut. Hier fehlen diese Gummipuffer zum Anheben. Aber auch so beim Anheben nichts passiert. Also an der Vorderachse haben sie schon mal ein paar Sachen neu gemacht anscheinend. Domlager sind neu, Dämpfer sind auch neu. Was uns natürlich auch nicht interessiert, denn das kommt eh alles raus. Aber ja, nice to have. Die sind auch neu. Ja. Ja gut, trocken ist er. Hinten haben sie auch das Fahrwerk neu gemacht. Neue Sachsdämpfer. Federn sind auch neu. Oh hier, ich sehe schon die ersten Kabelbinder. Hier auch. Oh shit. Okay. Soll jemand chippen? Vorne sind auch die Kabelbinder fest. Echt jetzt? Ja. Kabelbinder ist live. Aber Unterboden, ganz ehrlich, der ist wirklich noch solide. Da haben wir auf keinen Fall irgendein Problem. Immer diese Kinder. So, ich habe ihn wieder rausgefahren. Ich wollte, wie gesagt, nur immer kurz drunter gucken. Und ja, wie ich vermutet hatte, er ist wirklich noch in einem guten Zustand. Und das freut mich natürlich enorm. Vor allem für das Geld kann man wirklich nichts sagen. Wir sind noch ein bisschen unschlüssig, wie es jetzt hier abläuft. Also, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe schon ein paar Teile bestellt für die Karre. Wir haben jetzt noch ein paar andere Projekte, wie ihr mitbekommen habt, die wir erstmal realisieren wollen. Aber früher oder später wird es hier losgehen. Auf jeden Fall vor dem Winter noch, weil im Winter fahre ich die Karre und ich fahre sie sicher nicht so. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Es soll in einem Budget bleiben. Ja, also schreibt jetzt hier nicht irgendwas mit Motorumbau und was weiß ich. Also wir wollen ihn, dass er cool dasteht. Vielleicht ein M-Paket, habe ich mir schon überlegt. Da gibt es günstige Varianten aus dem Internet. Ich bin jetzt in der BMW-Familie. Ich freue mich. Ich wollte immer mal einen BMW haben. Jetzt habe ich einen. Vielleicht noch mal kurz zum Zeigen. Der Vorbesitzer hat sich mal mit dem Lackieren versucht. Ja, das kommt dabei raus, wenn man sich keine Mühe gibt. Aber ja. Das regeln wir alles. Es fängt an zu regnen, wie man sieht. Die Autos werden hier jetzt mal von der Natur gewaschen und ich fahre ganz schnell den E30 rein, bevor der dreckig wird, nass wird, weil wir haben den extra geputzt noch. Da steht er. Danke. Danke für nichts, dass ich mein Auto gewaschen habe. Scheiße! Er ist doch nass geworden. Aber der trocknet jetzt vielleicht. Weil hier geht gerade die Welt unter. Ja gut, Tor zu, E30 hoch. Der BMW ist ja jetzt auf der Bühne. Und wie man sieht, sind wir schon fleißig. Endtopf haben wir schon abgenommen, denn wir wollen heute die Lambda-Sonde tauschen. Und wir kommen da einfach nicht ran. Deswegen muss jetzt leider dieser Auspuff runter. Der war vor kurzem noch unten, da hätten wir es gerade machen sollen. Er war nicht vom Auspuffbauer, wenn ihr fleißig die Videos schaut, wisst ihr das. Bam! Er hat uns hier diesen Edelstahl-Fächerkrümmer eingebaut. Warum haben wir das nicht selber gemacht? Weil er hier schweißen musste an unsere Auspuffanlage, dass das passt. Außerdem hat er hier noch ein bisschen mehr eine Biegung reinmachen müssen, damit wir hier vorbeikommen. Denn wie ihr wisst, dieser Motor ist ja nicht aus diesem Auto. Das heißt, es ist alles ein bisschen anders. Hier kommt dann wieder normale E30-Auspuffanlage bis zu diesem M3 Endtopf. Und ja, das nehmen wir jetzt alles wieder runter, um an die Lambda zu kommen und die zu tauschen, denn er läuft verdammt unruhig. Und wir hoffen, dass es damit irgendwie gelöst ist. Wenn nicht, müssen wir weiter gucken. Lass ihn mal ein bisschen ab, die Bühne, dann lege ich den am Boden. Oh, weg hier. Achtung. Alles retour, alles retour. Noch ein Stück. Nein, nein, da ist noch Platz nach oben. Ich bin kleiner. Und jetzt kann man das Scheiß hier aufmachen, hoffentlich. Oh. Dun, dun, dun. Also jetzt funktioniert sie sicher nicht mehr, deine Lambda. Ich glaube auch nicht. Hast du meine Lambda von innen gesehen? Crazy. Ich hab alles auf Video. Ah, wow. Also, nur kurz zur Info, warum flexe ich hier eine Lambda ab? Die war so fest drin, wir haben mit allem probiert. Wir haben mit Schlüssel probiert, hat sich hier gefressen. Wir haben es mit einem Engländer probiert, auch nicht funktioniert. Abgeflext, Schlagschrauber regelt. Die ist jetzt weg. Die neue sieht auch schon ganz anders. Wo ist denn die neue? Also, wir hatten ja die Vermutung,
dass nach dem Motorumbau die Lambda vom alten Motor verwendet wurde oder von einem anderen, weil das ist die Lambda für den, was ist das für ein Motor? M30B35. Sie weiß es? Der ist aus dem 5er BMW. Und man sieht schon, jetzt natürlich durch das Abgeflexte auch nochmal krasser, aber die sieht schon ganz anders aus. Ja, die Hoffnung ist, dass durch diese korrekte Lambda jetzt hier der Motor wesentlich ruhiger und sauberer laufen wird und der Verbrauch nicht bei 37 Litern liegt oder so, geschätzt. Also das Ding hat das durchgelaufen. Der kommt jetzt schon wieder hier mit lauter Musik. Ah, der Chris schon wieder. Warum kommt er? Weil mein Geldbeutel im Auto. Aber er liegt in meinem Auto, weil Chris fährt meinen BMW, weil seiner ja... So. Hallo Chris. Hallo. Guck mal, denk ich dir. Dein Geldbeutel, bitte. Deine Lambda. Schöne Sonnenbrille. Hyper, hyper. So, das haben wir so vorgefunden. Wie man sieht, dieses Kabel war gar nicht mehr dran. Und was komisch ist, der Stecker ist, glaube ich, auch nicht der korrekte, den wir da oben haben. Der war mit Kabelbindern befestigt, dass er nicht rausrutscht. Das heißt, wir werden jetzt den Stecker lösen, den neuen Stecker mal gucken, ob der besser passt, was wir hoffen. Und dann neue Kabel verlegen und hier die neue Lambda einbauen. Ja, guten Tag. Wir haben bereits den nächsten Morgen. Es ist 7.20 Uhr. Ich bin auf dem Weg in die Arbeit. Gestern haben wir leider kein Ergebnis mehr präsentieren können, was natürlich enorm schade ist. Ich möchte jetzt nur kurz sagen, wo wir hier stehen beim E30, denn viele haben von diesem Projekt noch nicht gesehen. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt andere Projekte in der Pipeline haben und das natürlich sich alles ein bisschen nach hinten verschiebt, was uns natürlich nicht davon abhalten sollte, den BMW wenigstens fahren zu können. Das Einzige, was uns davon abhält, ist, dass er wirklich enorm unrund läuft und der Verbrauch auch enorm hoch ist und dass da auf jeden Fall was nicht stimmen kann. Unsere Hoffnung war, dass es nur die Lambda ist, dass wir das mal eben schnell tauschen, dann kann sie wenigstens mit dem Ding mal fahren, während wir ihren Golf 2 aufbauen von Jules. Denn als wir die Lambda wieder einbauen wollten gestern, ist mir aufgefallen, dass das Gewinde im Auspuff selbst wirklich nicht mehr gut ist. Die alte Lambda ist enorm schwer rausgegangen und ja, das Gewinde ist nicht mehr so geil. Das müssen wir nachschneiden. So einen großen Gewindeschneider habe ich jedoch nicht. Deswegen muss ich damit zu meinem guten Kollegen Christoph, der hat das. Das wird auch am Wochenende passieren. Dann schneiden wir das Gewinde nach, machen die neue Lambda rein und schauen uns an, ob das Ding wieder läuft und dass man wenigstens mal losfahren kann. Das eigentliche E30-Projekt, wir haben ja wirklich noch mehr mit diesem Auto vor, wir wollen ihn wirklich schick machen. Das starten wir natürlich erst, wenn jetzt die offenen Projekte beendet sind. Ich habe nicht vor, hier 4 Autos parallel zu bauen. Also Priorität Nummer 1 ist jetzt der Golf 2 von der Jules. Der soll richtig schick werden. Wir werden die letzten paar Umbauten die nächsten Wochen vornehmen. Dann ist das Projekt beendet und ich kann es kaum abwarten, das Ding dann fertig da liegen zu sehen. Wo wir gerade beim Thema ein bisschen viel sind, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist meine momentane Situation, vor allem zeitlich, bin ich doch recht eingespannt. Privat und auch in meinem Job ist enorm viel los zurzeit. Und ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, aber meine eigenen Projekte sind jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Einfach, weil es mir ein bisschen zu viel wurde die letzten Wochen. Und ich froh bin, dass die Dinge jetzt mal so weit laufen. Damit meine ich den Audi und den Käfer natürlich. Die Zeit, die ich jetzt habe, nutze ich dafür, meinen Freunden ein bisschen zu helfen in ihren Projekten. Es ist bereits Sommer. Wie man merkt, zum Beispiel Chris, der möchte einfach auch auf Treffen fahren und da freue ich mich natürlich, wenn ich jetzt die nächste Zeit ihn bei seinem Projekt auch unterstützen kann. Wenn es dann bei mir wieder ein bisschen besser aussieht zeitlich, reiße ich auch meine Projekte wieder an. Der Audi ist ja noch lange nicht fertig, wir haben noch ein bisschen was vor und auch mit diesem BMW. Ich habe enorm Bock drauf, aber muss natürlich schauen, dass das alles irgendwie in meinen Zeitplan passt. Also das Ding fährt geil, ich bin froh ihn zu haben. Ich fahre jetzt damit gerade in die Arbeit, weil ich einfach Lust habe, das Ding mal ein bisschen auszuprobieren. Und ja, ihr werdet es sehen. Vielen Dank auch für den enormen Support in letzter Zeit. Ich weiß, ich sage das oft, aber es ist mir einfach wichtig, dass ihr das auch wisst. Ich nehme das alles nicht für selbstverständlich hier und fühle mich echt geehrt, teilweise so eine Unterstützung von euch zu bekommen. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr das Video schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao. Break me.